Meine Damen und Herren, Ende Dezember 2023, ein echter Geheimtipp, live auf Twitch bei mir. Ein Geheimtipp für alle Civilization-Fans und Fans von gepflegter und Geist und Verstand anregender 4x-Rundenstrategie-Unterhaltung. Ozymandias, echt ein Kleinod, ein echtes Juwel, ein historisches Strategiespiel. Ich zeichne übrigens auch für YouTube, liebe Grüße an die Damen und Herren dort. Ich hatte viele Spiele, Partien vorher schon mal gemacht. Gibt's alle in meiner dicken Playlist zu diesem Spiel und die wiederum gibt's ja drunter in der Textbeschreibung auf YouTube. Ozymandias, wir spielen auf einer... Also ihr stellt euch ein 4x-Strategiespiel vor, normalerweise überkomplex. Man muss ewig lernen, bis man alle Regeln hat. Was man dafür bekommt, wenn man lange lernt und viele komplizierte Regeln dann schließlich beherrscht, ein episches Spielerlebnis. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwann haben sich Indie-Entwickler hingehockt und haben sich gesagt, vielleicht können wir das epische Gefühl eines 4x-Strategiespiels knüpfen an simple Regeln, die man schnell versteht und wo die Kunst, das ist ja das, was eigentlich alle Entwickler wollen, die Kunst nicht darin besteht, die Spielregeln zu lernen, sondern irgendwann meisterlich zu beherrschen. Und das mit einem 4x-Strategiespiel verknüpft, das mit Geschichte verknüpft, mit Antike, Hellas, Ägäisches Meer, Industal, Mittelmeerraum, Mesoamerika, Mittelamerika, Ostasien, China, all die großen Reiche der Antike, der Bronzezeit und drumherum vielleicht noch der frühen Klassik. Das ist das Spiel hier. Publisher heißt Goblins und Entwicklerstudio The Secret Games. Spiel ist gar nicht so alt, gibt es im Augenblick in diesen Tagen. Etwas billiger sogar auf Steam mit dickem Rabatt und ich finde es glorreich gemacht. Und ich erkläre es euch jetzt auch, wenn ihr es noch nicht kennt. Wir legen los. Es gibt einen Multiplayer-Modus, den zeige ich euch nicht. Es gibt eine Story-Kampagne, die beinhaltet aber im Prinzip nur, dass man eingeführt wird in die Spielregeln. Also bitte nicht verwechseln mit einer echten Story, die dort erzählt wird. Und es gibt das hier. Das sind die Spielregeln auf 5 Blättern. Zusammengefasst, Spiel komplett auf Deutsch, da kann man sich das in Ruhe anschauen. Danach kennt man sich so halbwegs damit aus. Danach gibt es noch ein FAQ, nach dem Motto, wenn ihr es vorher nicht kapiert habt, wir erklären noch ein paar Sachen hinterher. Was wir jetzt allerdings machen, ist im Einzelspielermodus halt mal an einem Beispiel das zeigen. Es gibt das Grundspiel, es gibt einen Season Pass, der viele kleinere DLCs beinhaltet und mehrere kleinere DLCs, die später noch erschienen sind. Unter anderem der Indonesien DLC, den habe ich mir heute als letzten dazu gekauft. Der Umfang des Gesamtspiels, hier, China, die Welt, die ganze große weite Welt, Mesoamerika, Mittelamerika, die Andengegend, also Südamerika, beziehungsweise der Westen davon, die Sahara. Finde ich auch sehr spannend, weil wir sehr wenig über die Geschichte kennen, der Sahara und der Völker dort und der Reiche. Der Mittelmeerraum, quasi das ist in Europa so klassischerweise mit früher Geschichte verbinden. Griechenland, also die Ägäis, das Ägäische Meer nochmal separat. Ei, okay. Dann noch der Nahe Osten, der fruchtbare Halbmond, das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, ganze Asienkarte. Das Industal, also der Norden von Indien, die Gangesebene und da sind wir wieder am Beginn. Und was ich gerne mit euch heute machen würde, ist diese Karte hier anspielen, die Mesoamerika-Karte. Und den Schwierigkeitsgrad könnt ihr euch kombinieren aufgrund von 2 Stellschrauben. Stellschraube Nummer 1 ist, welches Reich spielt ihr, denn die sind nicht alle gleich einfach oder gleich schwer zu spielen. Man klickt jeweils eins an, da lässt man sich anzeigen, ist es leicht, ist es mittel, schwer oder sehr schwierig zu spielen. Dazu gibt es einen kleinen coolen Text. Und ich würde gerne mit euch die Azteken spielen, die sind eher mittel. Jedes dieser Reiche oder der Völker hat so einen kleinen Bonus, der allerdings auch immer gekoppelt ist mit einem etwas kleineren Malus noch. Ich persönlich orientiere mich da allerdings nie so richtig dran, ich habe mehr so Bock drauf, einen bestimmten Teil der Geschichte einfach zu spielen. Und Azteken würde ich gerne mit euch mal spielen. Schwierigkeitsgrad ist die Kombination davon, dass man sich ein Volk rausnimmt und dann auch einen Schwierigkeitsgrad hinzufügt. Achtung, die KI, die künstliche Intelligenz, die unser Gegner steuert, ist verdammt tough und verdammt clever. Ich hatte eingangs gesagt, die Spielregeln sind relativ simpel. Das bedeutet, dass nicht nur wir die schnell lernen. Das Programm
das die KI-Gegner steuert, hat die auch schnell drauf. Das heißt, wir haben richtig coole KI-Gegner, ja. Nicht so wie bei Civilization, Humankind oder anderen 4X-Spielen, wo man die extra pushen muss, die KI-Gegner, mit irgendwelchen absurden hohen Cheat-Bonussen, damit man überhaupt eine halbwegs vernünftige Herausforderung hat, sondern das ist echt heftig hier. Die sind richtig auf coolem, gutem Niveau. Wir nehmen einmal die Azteken, mittelschwer, wählen die aus. Die zunehmende Macht der Azteken wird von endlosen Kriegen und dem Blut zahlloser Opfer genährt und kombinieren das mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad. Warum? Das hier ist der Standardschwierigkeitsgrad, Skola. Niemand hat Vorteile, niemand hat Nachteile. Wir können uns noch extra Vorteile machen, teilweise absurd hohe Vorteile fürs Kennenlernen. Ich würde aber gerne der KI noch leichte Vorteile geben. Warum? Weil es ein Spielfeature gibt im Spiel, das können nur wir als Menschen nutzen. Die KI kann das nicht nutzen. Und zwar gibt es für die menschlichen Spieler extra Challenges, extra Aufgaben. Das sind Karten, die wir ziehen ab der zweiten Spielrunde. Da werden uns zwei Challenges zur Auswahl gegeben. In der Regel meistens sind es zwei und dann überlegt man sich, welche hätte ich gerne. Bis zu drei dieser Aufgaben kann man wie Spielkarten auf der Hand behalten. Zieht man eine vierte, muss man eine andere abgeben. Hat man eine solche Aufgabe erfüllt, bekommt man einen einmaligen Bonus, mitunter auch einen Bonus, der bis zum Ende der Partie gilt. Die KI bekommt nicht diese Aufgaben angeboten. Deshalb hat es der Spieler auf Standardschwierigkeitsgrad geringfügig leichter als die KI. Andererseits muss man sich natürlich auch überlegen, die KI, das sind immer mehrere Leute, also mehrere KI-Gegner sind auf der Karte. Für uns, für unseren Schwierigkeitsgrad, ist es eigentlich unerheblich, ob jetzt zwei dieser KI-Gegner es besonders schwer oder besonders leicht haben. Es reicht aus, dass einer da ist, der sich gegen uns stellt und uns angreift und schon verlieren wir. Umgekehrt funktioniert das nicht so. Also die KI hat auch dann die ist nicht so drauf, also es reicht aus, wenn einer von drei oder von vier oder von fünf KI-Gegnern gewinnt und dann haben wir verloren. Wir dagegen müssen selber mit 100% gewinnen. Deshalb hat die KI es immer ein bisschen einfacher auch, weil es reicht aus, wenn von drei, vier KI-Gegnern eine gut spielt oder eine leichte Startbedingung hat, schon haben wir ein Problem. Deshalb könnte man auch sagen, man gleicht das aus und gibt denen halt und wählt das hier als Standardschwierigkeitsgrad, weil immer ein paar Reiche auf der Karte sind, die es ein bisschen einfacher haben. Trotzdem, wir gönnen uns diesen Vorteil hier und sagen, diesen Nachteil und sagen, 10% mehr Vermögen für die KI-Gegner und 10 Gold mehr pro Runde. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Da sind wir schon drin. Viel Vergnügen, Leute. Rundenstrategie spielen. Das Gute daran ist, wenn man sich verklickt, kann man jederzeit die Runde zurücksetzen. Unten rechts seht ihr eine Sanduhr. Darauf einmal geklickt. Die Runde beginnt nochmal neu. Hat man einmal sich verklickt, ist das kein Ding, das ist auch nicht peinlich. Das hier links, das sind die Siegbedingungen in diesem Spiel. Ich habe Standard-Siegbedingungen drin. 7 Sterne, 7 Ruhmpunkte muss man bekommen, um eine Partie zu gewinnen. Und das wird im Spiel umgesetzt in Weltwunder. Das sind aber nicht so Weltwunder wie bei Civ oder wie bei Humankind, also so Gebäude, die man baut. Und wenn man die gebaut hat, hat man die den anderen abgenommen, sondern mehrere können diese Bauten auch errichten. Und wenn man die Voraussetzungen verliert für den Bau oder fürs Errichten eines Weltwunders, dann verliert man das auch wieder. Also das ist mehr so eine Symbolbezeichnung dafür, dass man Spielbonus hat. Besitzen wir 120 Felder auf der Karte, ist das so cool wie ein großer Leuchtturm. Dann hätten wir 3 Siegpunkte zum Beispiel. Oder haben wir eine Stadt erobert, bekommen wir, gilt das als Mausoleum, ein Siegpunkt. Das sind mehr so Bilder dafür halt. Das alles spielt aber im Moment noch gar keine Rolle. Nur damit ihr wisst, wie man gewinnt oder wie man halt verliert. Verloren dann, wenn eine der drei KI-Gegner, 4, 1, 2, 3, 4, wenn einer der 4 KI-Gegner das vor einem schafft. Dann die Ressourcen. Das hier ist die zentrale Anzeige hier, Technologie, Reagenzgläser. Und wenn man die Taste T drückt, dann sieht man T wie Terrain, dann sieht man, alles ist unterteilt in Hexfelder und in solche Terrain-Symbole. Es gibt 8 Arten von Terrain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus Städte. Städte zählen als eine Sonderform. Es gibt Inseln, es gibt Flüsse, es gibt Grasland, Ebenen, Hügel oder Berge. Es gibt Wald, es gibt Wüste, es gibt Meer und halt die Städte.
Und alle diese Terrains geben unterschiedliche Erträge. Die drei Ertragsarten, die im Spiel gibt, sind Forschungspunkte, sind Geld und sind Nahrung. Die Anzeige unten, da geht es um Militär und um Macht, die schauen wir uns nachher an. Das sind die einzigen drei Ressourcen im Spiel. Es gibt keine Produktion, es gibt keine Glaubenspunkte, Kulturpunkte oder irgendwas. Es gibt nur diese drei Ressourcen. Und diese drei Ressourcen generieren wir in der Regel auf zwei Wegen. Weg Nummer eins ist durch die Geländefelder, die wir besetzt haben. Und jedes dieser Geländefelder gibt halt bestimmte Erträge. Hier kann man das gucken. Wir starten hier zum Beispiel hier links oben mit vier Hügeln. Die sind bei uns im Besitz. Zu Start einer Partie, das ist überall so, gilt für die KI wie für uns, gibt ein Hügelfeld pro Runde einen Wissenspunkt und einen Geldpunkt und keinen Nahrungspunkt. Das hier oben sind die Erträge nochmal. Das hier vorne, das sind die drei Ressourcen. Forschung, Geld, Nahrung. Und hier kann man nachgucken, welches Feld gibt wie viel. Ein Berg gibt eine Forschung, ein Geld. Eine Ebene gibt einen Forschungspunkt pro Runde, einen Nahrungspunkt pro Runde. Ein Flussdelta bringt zwei Nahrung pro Runde und so weiter. So starten wir alle. Die KI startet so, wir starten auch so. Wir können jetzt im Laufe der Partie, wir und auch die KI, Forschungspunkte investieren, um zu erhöhen, was für Erträge diese Felder bringen, Runde für Runde. Wir starten mit 30 Forschungspunkten und könnten zum Beispiel sagen, wir haben ja vier Berge, dass wir hier 25 Forschungspunkte investieren, damit wir nach dem nächsten Rundenwechsel auf jedem unserer vier Berge ein Gold oder ein Geld mehr bekommen. Das wäre eine Möglichkeit, an die Ressourcen ranzukommen. Zweite Möglichkeit, wie wir an die Ressourcen rankommen, läuft ganz anders ab, und zwar hier drüber. Und zwar erwirtschaften wir jede Runde ein Vermögen, also ein Geldvermögen. Und das fließt im Prinzip in unsere Schatzkammer. Und das Geld können wir wiederum dann auch investieren, so wie ein kluger Staatsforscher das halt macht. Wir können sagen, wir sammeln das Geld einfach nur an. Oder wir investieren das Geld darin, dass wir mehr Nahrung bekommen. Oder wir investieren das Geld dafür, dass wir mehr Forschung bekommen. Oder dafür, dass wir unsere Militärmacht und unseren Einfluss boosten. Das sind die vier Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Also die dritte Ressource hier oben nochmal zu sehen. Das Geld gibt mittelbar eine zweite Einkommensquelle für all diese Sachen hier. Und wie wir das Geld in der Stadt ausgeben, Runde für Runde, regeln wir mit Prozentwerten und in 10% Schritten. Standardmäßig bei Partiestart ist eingestellt, dass wir hier 100% alles Geldes hier in den Nahrungsüberschuss, in die Lebensmittel eingestellt werden. Hier unten seht ihr, was damit geschieht. Also nochmal, hier unten seht ihr die tatsächlichen Erträge bei Partiestart. Wir generieren 11 Forschung pro Runde, 7 Gold pro Runde und 0 Nahrung. Mit unseren vier Hügeln, mit unserer einen Ebene, mit unserem einen Fluss und mit drei Stadtpunkten. Das sind eigentlich Bürgerpunkte. Wir besitzen eine Stadt hier in der Mitte, die Hauptstadt, mit der wir starten. Da leben drei Bürger drin. Und jeder Bürger gibt auch normal Erträge. Und in der Summe sehen wir unten unter dem Strich, dem Summenstrich, was wir Runde für Runde derzeit erzielen. 11 Forschung, 7 Geld, 0 Nahrung. Und jetzt können wir sagen, wir nehmen unsere Golderträge, die wir Runde für Runde erwirtschaften, die 7 Gold, und stecken die rein zu 100% hier oben in Nahrung rein. Dann bekommen wir nächste Runde 25 Nahrung. Wenn wir dagegen, sagen wir mal, auf 50% gehen, dann hätten wir nächste Runde 17 Nahrung. Wenn wir nur ein bisschen rüberschicken, entsprechend weniger. Und so können wir Runde für Runde alles hin und her verteilen. Achtung, jetzt kommt aber eine ganz zentrale Spielmechanik. Und die tut richtig weh und ist richtig fummelig und ist ganz gemein und treibt einem den Angstschweiß und die Bosheit in die Venen und in die Adern rein. Und zwar gibt es hier Korruption, Schwund. Wir sind Lähmen der Bürokratie, meine Damen und Herren. Je mehr Geld wir anhäufen in unserer Schatzkammer, je mächtiger wir sind, umso eher sind da irgendwelche Beamten oder andere Menschen aus dem Hofstaat, die ihre gierigen kleinen Patschhändchen reinstecken in die Schatztruhe und daraus etwas entnehmen. Das heißt, je mehr Geld wir angehäuft haben, desto mehr Korruption gibt es auch, und dann verschwindet davon ein Teil wieder. Im Augenblick ist es so, alles, was man an Goldüberschuss erwirtschaftet, davon behalten wir, hier unten sieht man das, nur 85%, und 15% sind im Augenblick futsch. Alles, was man an Nahrung
hat am Ende einer Runde. Davon werden einem 30% abgezogen, 70% behält man und bei der Forschung behält man 75% und 25% werden verschwendet. Das heißt, je mehr wir anhäufen an Forschung, an Geld oder an Nahrung, desto mehr wird uns jede Runde am Rundenende wieder abgezogen. Warum sollte man denn überhaupt sammeln? Sollte man nicht eigentlich alles sofort ausgeben? Schön wäre es, wenn das möglich wäre. Es geht leider nicht, weil, schaut mal hier hin, die Forschung, das, was damit, die Forschungspunkte geben wir auch aus, um bestimmte Bonusse freizuschalten. Und das wird im, und das sind teilweise sehr hohe Forschungspunkte. Und je mehr man mit Forschung sich irgendwas gegönnt hat, desto mehr Forschungspunkte braucht man danach, um sich den nächsten Vorsprung zu holen. Und genauso gilt das mit dem Geld. Mit Geld kann man zum Beispiel Armeen oder Flotten rekrutieren. Und jede neue Armee kostet mehr Geld als die alte. Jede weitere Flotte kostet mehr als die vorige. Und so läuft es halt überall. Das heißt, irgendwann ist man auch gezwungen, Geld anzuhäufen. Und dann gibt es wiederum eine weitere Mechanik, die will ich jetzt nur andeuten, die schauen wir uns nachher an, nur damit ihr schon mal wisst, dass es das auch noch gibt. Man kann Forschung auch rein investieren, dass diese Verschwendung eingedämmt ist. Das läuft hier in drei Stufen. Das sind diese drei Stufen da. Man kann Gold in die Hand nehmen, um die Verschwendung von Forschung, von Geld oder von Nahrung zu senken. Von 25% werden verschwendet bei der Forschung auf 20 und weiter bis oben hin. Machen wir aber jetzt noch nicht, lohnt sich nach meiner Spielerfahrung her zu Beginn nicht. Und dann gibt es noch einen letzten Mechanismus und den deute ich auch nur an jetzt, weil der spielt im Augenblick auch noch keine Rolle. In dem Augenblick, wo wir Truppen ausheben und Flotten, die haben auch jeweils eine gewisse Stärke. Und die Stärke wiederum, die wird reguliert hierdurch, durch das Schwertsymbol und durch den Unterhalt. Schauen wir uns nachher an, müsst ihr im Augenblick noch nicht merken, das war genug. Jetzt überlegen wir uns, wie wir hier losgehen und was wir als erstes machen. Wir sind hier vorne und hier ist ein Reich, da ist eins und da. Das Spiel unterteilt sich ganz grob in drei Spielphasen. Phase Nummer 1, Ausdehnung. Solange wir irgendwo noch Geländefelder claimen können, claimen wir die. Phase Nummer 2, unsere Grenzen stoßen an die Grenzen der anderen. Dann stellt man seine ersten Armeen und Flotten auf und dann gibt es Kampf. Phase Nummer 3. Irgendwann sagt man sich, wir haben schon relativ viele Siegpunkte. Es lohnt sich nicht, noch mehr in Eroberung reinzustecken. Wir schließen unsere Grenzen, verteidigen uns nur noch, bauen Weltwunder oder schalten andere Bonusse frei und versuchen den Sieg zu bekommen. Early Game, Mid Game, Late Game. Das sind die drei Phasen in einer Partie. Jetzt sind wir im Early Game. Und wir überlegen uns als erstes, wo wollen wir unsere 30 Forschungspunkte investieren, mit denen wir beginnen. Wir haben hier oben 1, 2, 3, 4 Hügelfelder. Wir besitzen ein Ebenenfeld und ein Feld mit Nahrung hier. Und hier seht ihr, was das bringt. Die vier Hügelfelder bringen eine Forschung und bringen ein Gold. Das ist ein Ebenenfeld, das wir haben, einen Forschungspunkt und die Flüsse zweimal Nahrung. Das Problem ist, beim Ausdehnen unserer Grenzen, unsere Grenzen dehnen wir aus mit Nahrung. Weil Nahrung ist quasi das, was man ausgibt, um einer Expedition zu sagen, hier, da habt ihr Proviant, rückt vor, besetzt mal ein Stück Land für uns. Mit Nahrung besetzen wir Gelände. Und wir erzeugen im Augenblick sehr wenig Nahrung pro Runde. Im Augenblick steht hier plus minus null. Das ist nicht so viel. Das ist deshalb, ist egal. Also es ist nicht so viel halt im Moment. Mit 15 starten wir. Das Ausdehnen von unseres Geländes geben wir einmalig Nahrung aus und setzen hier oben eine Flagge hin. Und die kosten unterschiedlich hohe Nahrungserträge. Und dann gehört uns das Gelände nicht sofort. Und wir sagen nur, wir erheben einen Anspruch drauf. Und nach dem nächsten Rundenwechsel, wenn kein KI-Gegner da auch eine Flagge reingesetzt hat, ansonsten wird es ein bisschen komplizierter, gehört uns das dann und dann bekommen wir Runde für Runde diese Erträge. Ja? Und die Nahrungserträge sind umso höher, die man ausgeben muss dafür, je weiter ein Geländefeld entfernt ist von einer unserer Städte. Und es hängt auch davon ab, welche Art von Geländefeld es ist. Berge sind sehr schwer zu kolonisieren.
Flüsse oder Ebenen sind relativ leicht zu kolonisieren. Und der dritte und wichtige Punkt, es hängt auch davon ab, von unserem Technologiewert bei der Erkundung. Denn jedes dieser 8 Territorien hier, da können wir Forschungspunkte zu Beginn der Partie, möglichst zu Beginn der Partie investieren, damit das Setzen von Flaggen billiger ist. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben hier unfassbar viele Berge, die wir wahrscheinlich besetzen werden, dann können wir zum Beispiel 5 Forschungspunkte jetzt investieren, damit immer dann, wenn wir eine Flagge setzen, dass eine Nahrung billiger ist. Und so können wir bis zu 3 Forschungsstufen raufgehen und jedes Mal kostet danach das Claimen von einem Bergfeld eine Nahrung weniger. Das lohnt sich natürlich nur zu Beginn einer Partie. Irgendwann claimt man ja nicht mehr. Aber man gibt Forschungspunkte halt auch potenziell dafür aus, um die Geländefelder, die man schon besitzt, damit man höhere Erträge dadurch generieren kann. Ja, also wenn wir hier 4 Berge haben und wir hätten 25 Forschungen, und die haben wir, 30 haben wir hier oben, dann könnten wir sagen, wenn wir uns das hier holen, wir bekommen in der nächsten Runde 4 Gold mehr. 1 Gold pro Hügel mehr, indem wir hier investieren in den Geldertrag der Hügel. Und wenn wir hier drüber gehen und darüber hafern, seht ihr unten, ganz unten steht dann in der Spalte 7 plus 4. Das ist erheblich mehr. Das ist die Frage, was lohnt sich? Sollen wir das machen oder sollen wir das lassen? Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir die ganze Sache anstecken. Erstmal finde ich die Idee eigentlich ganz gut, dass wir all unser Geld stecken in Nahrung. Ich will auf jeden Fall auf 100% hier kommen. Alles, was wir haben, hauen wir dadurch aus dem Fenster. Das heißt, wenn wir jetzt keine Nahrung ausgeben würden, hätten wir nach dem nächsten Rundenwechsel 25 Nahrung. Wir hauen aber alle 15 Nahrung, die wir haben, auf Halde haben, raus. Jetzt müssen wir uns überlegen, in welche Richtung claimen wir. Prinzipiell gibt es natürlich 2 Ziele beim Claimen. Ziel Nummer 1 ist, nach Möglichkeit Sachen claimen, die uns sofort gute Erträge bringen. Grasland, Ebene. Und die relativ billig auch sind, die in der Nähe sind und hohe Erträge geben. Zweitens aber, wir dürfen natürlich den Nachbarn die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Das heißt, wir müssen auch in deren Richtung hin expandieren, weil die werden auch in unsere Richtung expandieren. Und wenn wir das nicht richtig ausgewogen machen und nicht in deren Richtung hingehen, dann schnüren die uns irgendwo ein. Andererseits, wenn wir jetzt nur unsinnige Felder in deren Richtung uns geholt haben, dann sind wir nicht stark genug, um diese Felder später zu verteidigen. Wie stellen wir das Ganze an? Und die höchsten hier haben wir mehrere Wüstenfelder. Wüstenfelder sind unheimlich teuer zu rekrutieren. 1, 2, 3 Wüstenfelder, 4, 5. Und bringen lächerlich kleine Erträge. Die bringen im Augenblick nur 1 Gold. Man kann maximal eine Forschung, 2 Gold, eine Nahrung draus machen. Forschung ist unheimlich teuer. Die Wüstenfelder ignorieren wir einmal. Interessant für uns sind die Flüsse hier. Flussfelder gibt es allerdings nur wenig auf der Karte. Die Flussfelder bringen sehr viel Nahrung, die helfen uns sofort. Aber da viele Forschungspunkte rein zu investieren, um die billiger zu bekommen, lohnt sich nicht, weil das sind 2 Flussfelder bei uns um die Ecke erstmal nur und dann weit im Norden nochmal 2. Das lohnt sich auch nicht. Was sich lohnen würde, wäre das Rekrutieren von Ebenenfeldern, also die billiger zu machen. Hier sind 3 Ebenenfelder und hier vorne haben wir einen ganzen Kranz von Ebenenfeldern. Und natürlich die Bergfelder, weil Berge werden wir viel holen. Problem bei Berg, Ebenen sind gut, die sind schön ausgeglichen, die sind so Allrounder-Felder, bringen Forschung, bringen Nahrung, kann man was mit anstellen. Die Berge sind leider eine sehr gute Goldquelle im Spiel. Es gibt nicht viele Goldquellen im Spiel und bringen auch Forschung, bringen aber ohne Unterstützung hier keine Nahrung halt. Ne? Wir könnten zum Beispiel sagen, wir probieren mal einfach aus. Wir investieren, wo wollen wir gerne investieren? Wir wollen gerne hier unten reingehen, das gibt 2 Nahrung. In die reingehen, die alle claimen. Wir gehen hier runter und claimen in die Richtung hin. Das heißt, wir machen die Ebenen billiger. Ebenen mit 5 Forschung hier für die Ebenen. Dann haben wir noch 25 übrig. Und damit könnten wir ins die Hügel reingehen und dafür sorgen, dass wir 4 Gold mehr bekommen. Ja? Hier geben wir die Forschung aus. Jetzt haben wir 0 bei der Forschung. Bekommen nächste Runde allein aufgrund dem, was wir besitzen, 4 Gold mehr und haben außerdem die Ebenen geringfügig billiger gemacht. Jetzt investieren wir unsere 15 Nahrung einmal hier.
Achso, es gibt noch eine Regel, und zwar das Claimen von Geländefeldern ist umso preiswerter, je mehr Felder drumherum bereits man besitzt. Deshalb macht man das meistens so, dass man so strahlenförmig in verschiedene Richtungen expandiert und nicht so unbedingt direkt nebeneinander. Das wäre cool, das bringt uns gute Erträge, das ist in Richtung zu den Grenzen. Dann holen wir uns das hier und dann haben wir noch 5 Nahrung übrig. Und damit können wir im Augenblick gar nichts machen. Und nachher holen wir uns noch hier die Flüsse. Dann hätten wir nächste Runde. Ja, so machen wir das. Und alles, was wir an Geld ausgeben, landet einmal komplett in die Nahrung. Und 18 haben wir nächste Runde. 11 Forschung haben wir nächste Runde. Und mit den 11 Forschungsrunden könnten wir dann vielleicht die Berge nächste Runde billiger machen beim Rekrutieren. Cyril, vielen Dank für 47. Wir haben keine Armee zum Anfang. Wie das mit dir? Das kommt alles später. Ich will euch nicht alles zu Beginn erklären. Ich habe schon so viel erklärt. Das kommt nachher. Eine Runde weiter. Mit dem Geld können wir im Augenblick nichts anfangen. Wir könnten mit Geld Kaufmann, Armeen und Flotten. Das ist aber im Augenblick völlig uninteressant. Denn mit Armeen und Flotten erobert man keine unbesetzten Geländefelder, die keinem gehören, sondern nur Geländefelder, die zu anderen Reichen gehören. Dazu sind die da. Ja? Und wenn wir im Augenblick nicht an andere Reiche ansiedeln, brauchen wir keine Armeen und keine Flotten. Ein zweiter. Hurasura, Cyril, liebe Grüße, Cossix. Danke für eure Abos hier. Danke für die teilweise sehr netten Sätze an Cyril und an Cossix. Ein zweiter. Seht ihr bei jedem, wie die anderen ziehen? Ihr seht, wo die Flaggen setzen. Und jetzt kommt das Spielfeature rein, dass wir, was ich eben erklärt habe, bis zu 3 Challenge-Aufgabenkarten kann man auf der Hand behalten. Da bekämen wir eine kostenlose Wüstenflagge. Die hat keine Voraussetzungen. Und bei Fellkleidung, wenn wir diese Karte uns nehmen und diese Herausforderung hier erfüllen, also 3-mal Flaggen auf Hügeln, auf Bergen setzen, bekämen wir danach automatisch den Bonus freigeschaltet, dass wir alle Flaggentechnologien hätten von Hügeln. Das heißt, wir hätten, es gibt ja 3 Technologien zum billiger machen von Hügelfeldern, um die sich zu schnappen, dann hätten wir alle von denen. Das heißt, wir könnten, sagen wir mal, ja, also Hügel werden wir uns bald holen, aber das wäre eine kostenlose, da muss man keine Voraussetzung erfüllen. Das lohnt sich wahrscheinlich eher. Wir nehmen einmal die Fellkleidung hier, haben die jetzt auf der Karte. Jetzt haben wir 18 Nahrung. Hier ist der Feind schon zu uns rüber expandiert. Es sind Nachbarn, ich nenne sie mal Feinde, wir sind Azteken. Wir überlegen uns, wo wir investieren. Und wir hatten die Ebenen schon relativ billig gemacht. Ja, das versuchen wir zu claimen. Es gibt noch eine Besonderheit, und zwar kann man sich Flaggentechnologien erst dann holen, wenn man mindestens ein Feld hat von diesem Terraintyp. Das heißt, wir haben zum Beispiel kein Wüstenfeld und deshalb können wir die Wüstenfelder auch noch nicht billiger erforschen. Eins braucht man. Wir claimen mal das hier. Das sollten, ja. Es könnte sein, wenn die KI nachher, unser Nachbar, da auch eine Flagge draufsetzt, dann neutralisieren die sich wechselseitig. Es sei denn, wir haben einen höheren Militärwert, weil dazu ist, jetzt kann ich das Feature auch mal einführen, dieser Militärwert hier da, das ist der Machtwert und den kann man auf jedem Geländefeld auch steigern in verschiedenen Stufen und der zeigt einem an, die haben zum Beispiel sich eine Technologiestufe geholt auf Berge. Das heißt, wenn wir hier drauf claimen würden und wir hätten so die Flaggen würden sich neutralisieren, dann würden die Mixteken sich durchsetzen, weil die einmal eine Forschungsstufe sich gesichert haben. Hier vorne, die haben hier die 8 Forschungen ausgegeben, um mehr Macht zu haben auf Bergen. Das wird uns angezeigt. Und das heißt, wenn wir hier eine Flagge hinsetzen würden, die würden auch eine setzen, dann würden die unsere Flagge überschreiben. Ja? Das heißt, solange wir nicht, wenn die gleich hier eine Flagge draufsetzen, dann sind wir hier Geschichte. Also das bekommen die auf jeden Fall. Da scheinen die noch nichts gemacht zu haben, aber es kann sein, dass sie beim Rundenwechsel da investieren. Und wir könnten das dadurch ausgleichen, wir könnten jetzt uns überlegen, was macht die KI? Wird die eventuell hier sich das Ebenenfeld holen wollen? Wenn ja, gibt die KI möglicherweise Forschungspunkte hier aus, 8 Forschungspunkte, damit Ebenen besser zu verteidigen sind und versucht sich das hier zu holen. Wäre eine Option. Vielleicht macht die KI das.
Wir haben hier eine Flagge hingesetzt. Das gibt sehr viel Nahrung gleich. 8 haben wir noch übrig. Das bekommen wir sowieso gleich. Ich würde eigentlich gerne hier auf die Berge drauf gehen. Und ja, zur Erinnerung, wir haben eine Challenge. 3 Flaggen auf Hügeln und wir bekommen die Flaggentags umsonst. Deshalb hole ich mir jetzt mal bei der Forschung wenigstens die erste Flaggentags, denn die höheren sind die, die am meisten wert sind. Wir investieren hier einmal 5 Punkte rein. Und jetzt können wir das hier mit 7 holen, 1 billiger. Behalten alle Nahrung auf Vorrat, geben all unser Geld wieder in Nahrung aus und haben dann nächste Runde, wenn alles so weiterläuft, 8 Nahrung, können damit dann weiter alles ausbauen. Forschungspunkte keine. Alles klar, eine Runde weiter. Schwund reduzieren lohnt sich nach meinem Eindruck im Augenblick noch nicht, nein. Schaut mal, da links seht ihr, die haben jeder hatte eine Flagge. Und da die auch noch keine Technologie haben und wir nicht, auch noch nicht bei Ebenen, hat sich das ausgeglichen. Die Nahrung, die wir da investiert hatten, dieses Geländefeld zu claimen, haben wir verschwendet. Hätten wir Forschungspunkte nur eine Stufe investiert bei der Macht in der Ebene, wäre die Nahrung nicht verschwendet gewesen und wir hätten ein Feld mehr, das uns gehört. Eine weitere Herausforderung, wenn wir insgesamt 10 Flaggentags uns geholt haben, im Augenblick haben wir uns 2 geholt, bekämen wir eine einmalige Gabe von 10 Forschung, 10 Geld und 10 Nahrung. Wenn wir irgendwo eine Stadt auf Ebenen bauen, bekommen wir eine Ebenenertragstechnologie geschenkt. Wie man Städte baut, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Kommt nachher. Wir schauen mal kurz, ob wir nachher eine Ebenenstadt bauen. Also, Städte platziert man auch mit Nahrung. Man kann Städte nicht direkt nebeneinander setzen. Man muss mindestens ein Feld Abstand haben. Und man darf Städte nicht direkt neben der Grenze zu einem Nachbarn hinsetzen. Der Vorteil von Städten ist ein doppelter. Zum einen, das, was man an Nahrung ausgibt, um ein Geländefeld zu claimen. Das berechnet sich die Höhe dieses Nahrungsertrags. Vor allem danach, wie weit die nächste Stadt entfernt ist. Wenn wir Grenzstädte positionieren, dann wird von dieser Grenzstadt aus das Setzen von, das Klämen von neuen Geländefeldern drumherum entsprechend preiswerter. Und außerdem geben auch noch die Bürgerpunkte in einer Stadt auch noch extra Erträge. Sie kosten einen Nahrungspunkt, geben aber Forschung, Geld und so weiter. Ja? So, welche Aufgabe wäre die klügste? Das ist ein sehr später Bonus. Ich weiß nicht, ob wir eine Stadt auf einer Ebene bauen werden, aber ich weiß, bis wir das haben, wird sehr viel Zeit vergehen und dann wird der Bonus nur ein kleiner sein. Ich nehme mal das hier. So, und jetzt überlegen wir, wie wir weitermachen.